herzlich willkommen. Erstmal, ein bisschen, warum bin ich jetzt hier? Ich mache Psychotherapie bei Psychosen eigentlich seit, das muss ich mir überlegen, seit 2006. Da habe ich nämlich bei Professor Rief in der Ambulanz angefangen und da kam das gerade so auf. Und auch bei Tanja Linkel, die damals ja in Marburg war. Und ich war dann in der Uniklinik Bonn, habe da auch Psychotherapie bei Psychosen gemacht. Das war dann natürlich eher stationär, stationäre Gruppen- und Einzelpsychotherapie. Das war auch immer im Rahmen von Wirksamkeitsstudien, weil wenn man so eine neue, damals war es natürlich noch eine neue Therapie macht, muss man natürlich auch mal gucken, hilft das den Patientinnen und den Klientinnen und ist das überhaupt eine gute Sache, sollten wir das weitermachen. Ich bin dann zurückgekommen nach Marburg 2010, war dann auch leitende Psychologin in Marburg und ich bin jetzt auch noch seit 2015 Professorin für Verhaltenstherapie in der sozialen Arbeit. Insofern, wenn Sie jetzt Fragen haben, die gar nicht so die Psychotherapie von Psychosen betreffen, sondern zum Beispiel die Beratung oder auch, wenn es so in Richtung psychosoziale Betreuung geht, kann ich das sozusagen hoffentlich auch mit beantworten, weil ich da jetzt sozusagen noch breiter aufgestellt bin. Und dann soll es jetzt auch schon losgehen. Ich wollte Ihnen einfach so einen kurzen Einblick geben, warum kann man das jetzt machen und wie kann man sich auch einen Psychotherapeutin, eine Psychotherapeutin suchen und was wird da auch so grob gemacht und wie kann man vielleicht auch als Angehöriger da auch dabei helfen, dass man einen Platz bekommt. Ja, erstmal war Psychotherapie bei Psychosen vor 2006. Da habe ich in der Vorlesung damals, ich weiß gar nicht, ob es bei Herrn Rief war, gelernt, das machen eigentlich Psychotherapie bei Psychosen, das ist eher was, das machen die Angehörigen oder die Familie. Die Patientin darf man da gar nicht mit belasten, der ist zu stark erkrankt, den kann man sozusagen gar nicht behandeln. Und das hatte ein bisschen was damit zu tun, dass Jaspers, nicht 2013, sondern ich glaube, es war 1973, aber das ist die Neuauflage 2013, hat er gesagt, also Wahnideen, die sind sozusagen ganz anders als andere Ideen. Ja? Die sind unrealistisch, falsch, bizarr. Die Patientinnen sind ganz stark von überzeugt und die kann man eigentlich nicht durch Erfahrung korrigieren. Und Psychotherapie ist ja eine neue Erfahrung. Insofern hat er gesagt, das geht gar nicht. Und deswegen hat man auch gedacht, Psychotherapie, das geht irgendwie gar nicht. Und das war natürlich auch so ein bisschen der Hintergrund, dass man gesagt hat, wir machen das besser gar nicht. Und jetzt haben sie aber gesehen, sozusagen, es wäre so eine kategoriale Idee, Wahnideen, das haben nur die Menschen mit Psychosen, die anderen nicht. Und was man jetzt aber sagen muss, was die vielleicht auch jetzt bemerkt haben, eigentlich finden wir Wahnideen oder wahnähnliche Ideen auch in der Normalbevölkerung. Und zwar hat damals Frau Linkel Marburger Bürger befragt, das war sogar eine repräsentative Untersuchung, und da waren immerhin 25% der Meinung, sie werden immer mal beobachtet. Und 24% haben immer mal gedacht, jemand versucht mit Absicht, ihnen zu schaden. 7% haben sogar an eine Verschwörung gegen sie geglaubt und 9% haben gedacht, dass sie verfolgt werden. Diese Befragung war mit einem Fragebogen und diesen Fragebogen haben wir damals auch den Patientinnen gegeben mit Psychosen. Da sehen Sie natürlich, die Werte sind höher, aber das sind ja relativ viele Marburger Bürger, die diese Ideen haben. Das war natürlich sehr interessant, weil man ja laut Jaspers ja sagt, das ist ja eigentlich was nur Menschen mit Psychosen haben und die anderen nicht. Also wieso haben das jetzt sozusagen auch die Marburger Bürger? Und was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Patientinnen mit Wahn und Gesunden, die sozusagen solche wahnähnlichen Ideen haben? Und es sind gar nicht die Ideen, sondern es ist vor allem die Belastung durch die Ideen. Also wie häufig, wie stark bin ich dadurch belastet? Mache ich mir da ganz viele Sorgen darum? Grübel ich den ganzen Tag darüber? Hat es vielleicht auch einen Einfluss auf meinen Selbstwert, ja, dass ich sozusagen durch so eine Idee andere finden mich blöd, die sind sozusagen hinter mir her, dass ich dadurch mein Selbstwert auch leidet. Also da gab es sozusagen Unterschiede zwischen Patientinnen mit Wahn und den Gesunden, die auch Wahnideen haben. Und da sieht man, das sind ja lauter Ansatzpunkte eigentlich für Psychotherapie. Ja, Psychotherapie macht was mit Sorgen, Belastung und natürlich auch Selbstwert. Also eigentlich eine gute Idee. Jetzt geht irgendwie mein PowerPoint nicht weiter. Na gut, es war ähnlich auch mit den Stimmen in der Normalbevölkerung. Hier ist eine Befragung von norwegischen Jugendlichen und da sehen Sie, dass relativ viele der Aussage zustimmen. Ich höre häufiger eine Stimme, die meine eigenen Gedanken laut wiederholt. 10,6% und 5,3% hier in der Befragung immerhin auch sagen, sie hören Stimmen. Das sind natürlich auch viel mehr Menschen hier in dieser Befragung als Menschen, die Psychose hören. Und hier ist auch so die Frage Halluzination. Ist es jetzt vielleicht auch so, dass es das auch so ein bisschen in der Normalbevölkerung gibt? Ja,
was sind denn jetzt die Unterschiede zwischen den Patientinnen, die sozusagen wirklich behandlungsbedürftig krank sind und den Gesunden, die auch mal Stimmen hören. Es gibt keine Unterschiede in der Art und Weise, wie die Stimmen sind, also Lautstärke oder Ort. Aber die Nicht-Patientinnen, da sind die Inhalte der Stimmen neutraler oder sogar auch positiv. Die haben das Gefühl, sie haben mehr Kontrolle über die Stimmen, sind weniger belastet. Und es ist auch ein bisschen seltener natürlich, das Stimmenhören selbst. Und sie haben das Gefühl, die Stimmen haben nicht so viel Macht. Also sie sind sozusagen ein bisschen distanzierter von den Stimmen im Vergleich zu den Gesunden. Und das ist ja auch ein Ansatzpunkt für Psychotherapie, dass man vielleicht diese Bewertung der Stimmen auch verändern kann. Also Sie sehen, das war eigentlich generell vielleicht eine gute Idee der Psychotherapie. Und jetzt gab es auch noch sehr viele Wirksamkeitsstudien der Psychotherapie. Inzwischen, glaube ich, 63 randomisiert kontrollierte Studien, die zeigen konnten, dass Verhaltenstherapie bei Menschen mit Psychosen sich positiv auswirkt. Deswegen hat jetzt es gibt eine neue Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie und ich glaube inzwischen auch Neurologie und Psychosomatik, die sagt eigentlich Verhaltenstherapie bei Psychosen, das ist der höchste Empfehlungsgrad, also wirkt wirklich richtig gut. Und das kann man auch überhaupt schon machen, wenn man gar nicht krank ist, also schon in der Prodromalphase, wenn man erste Symptome hat, da wirkt es auch. Und insbesondere auch wirkt es bei Patienten, die akut waren und Stimmenhören haben. Also nicht nur für Patienten, die früher mal eine Psychose hatten und da vielleicht jetzt später dann eine Psychotherapie machen, sondern auch für die, die jetzt gerade akut erkrankt sind. Und eine ähnliche Einschätzung hat auch die Deutsche Gesellschaft für Psychologie vor kurzem gemacht. Also Leitlinien sagen, es ist wirksam. Genau, und besonders wichtig ist hier ein nicht konfrontatives, unterstützendes Beziehungsangebot. Also nicht zu sagen, wie man das vielleicht früher gesagt hat, sie haben Wahn, sie hören Stimmen, sondern dass man eigentlich nicht konfrontativ ist. Und auch die Beschwerden normalisiert. Und das kann man ja auch sehr gut machen, wenn Sie das gerade gesehen haben, wenn eben auch Leute aus der Normalbevölkerung Stimmen hören oder Wahnüberzeugungen haben, dann kann man auch sagen, okay, das ist vielleicht ein Teil des normalen menschlichen Erlebens und wir müssen jetzt einfach gucken, wie wir damit umgehen können. Und Orientierung an den Lebenszielen der Teilnehmenden ist eben für diese Therapie auch sehr wichtig. Irgendwie anscheinend immer, wenn jemand im Warteraum ist, blockiert sich mein PowerPoint. Was ist denn jetzt eigentlich das Ziel der Psychotherapie? Früher hat man ein bisschen gesagt, wir müssen die Menschen jetzt auch komplett heilen. Heute würde man eher sagen, Recovery, also Genesung ist ein wichtiges Ziel. Ja? Also nicht nur die Verbesserung der Symptomatik, sondern auch soziale Reintegration. Und Voraussetzungen schaffen, dass Betroffene das auch selbst erfolgreich bewältigen können. Und natürlich auch das soziale Funktionsniveau verbessern. Also wie sind meine Beziehungen zu Freunden? Wie bin ich integriert in die Familie? Wie bin ich integriert in meinen Beruf? Also wirklich Inklusion. Und das muss sozusagen auch durch die Psychotherapie gefördert werden. Und das hat dazu geführt, dass bereits 2014 der gemeinsame Bundesausschuss auch gesagt hat, wir sollten ambulante Psychotherapie beim Patienten mit Psychosen auch fördern, in allen Erkrankungsphasen, also egal wie krank sie sozusagen sind, sollte das immer bezahlt werden. Es gab vorher dann einige Probleme damit, ja, dass vielleicht die Gutachter gesagt haben, der hört Stimmen, der kann jetzt keine Psychotherapie machen. Das hat sich 2014 schon geändert und seitdem kann man sozusagen immer Psychotherapie machen. Das war also eine sehr wichtige Änderung. Ich möchte Ihnen mal zeigen, wo sozusagen die Psychotherapie jetzt hier so im Gesamtbehandlungsplan in der Psychose drin ist. Dann kommen wir so vom Allgemeinen ins Besondere. Viele der Betroffenen haben natürlich auch eine medikamentöse Behandlung. Das ist häufig in der Akutphase wichtig oder auch zur Rückfallprävention. Genau, medikamentöse Behandlung kann auch sein, dass man vielleicht auch die Medikamente nach und nach auch reduziert. Da gibt es im Moment auch bei uns Studien zu, im Depressionsbereich, aber auch einige Erfahrungen jetzt im Psychosebereich. Kann auch sein, dass ich sozusagen nur in der Krisenphase dann wieder mit meinem Psychiater spreche und dann eine Medikation wieder eindosiere oder erhöhe. Also sozusagen die psychiatrische Behandlung ist ein wichtiger Punkt. Die Psychotherapie, zu der komme ich gleich, da gibt es verschiedene Untergruppen von Psychotherapie. Ein wichtiger Punkt ist auch die sozialpsychiatrische Betreuung, also wie ist das Umfeld, brauche ich sozusagen auch noch mehr Hilfen im Umfeld. Da ist ja beispielsweise Soziotherapie auch eine neue Entwicklung, dass Personen dann eben nach Hause kommen, zum Beispiel Sozialarbeitende oder auch Menschen aus der Krankenpflege, die dann zu Hause die Menschen mit Psychosen besuchen, unterstützen im Tagesablauf und im Umgang mit Problemen im Alltag, in der Tagesplanung und auch bei akuten Krisen, dass man dann sozusagen auch zu Hause dann jemanden hat, der kommt und da hilft.
Ich habe jetzt Physiotherapie und Ergotherapie, Kunsttherapie auch dazu gemacht, weil die auch sehr gute Empfehlungen haben und weil es auch schön wäre, wenn die auch hier dabei wären in dem Gesamtbehandlungsplan. Sport und Bewegung ist natürlich auch wichtig und auch sich kreativ entfalten. Jetzt kommen wir zur Psychotherapie. Da gibt es vielleicht viele Sachen, die Sie schon kennen, die auch schon sehr lange gemacht worden sind. Das ist ja zum Beispiel die Psychoedukation, also informieren über die Erkrankung, über die Medikation, über das Coping auch mit der Erkrankung. Das gibt es, glaube ich, schon seit, ich würde sagen, den 1970er Jahren, auch in vielen Kliniken wird es angeboten. Und was es als ich studiert habe, gab als Verhaltenstherapie, war vor allem die verhaltenstherapeutische Familienbetreuung. Das ist eine Betreuung von Familien mit einer Person, die an einer Psychose erkrankt ist, über meistens 2 Jahre. Man macht da auch Psychoedukation, aber man verbessert auch die Kommunikation in der Familie und trainiert Problemlösen in der Familie und versucht da einfach die Integration zu verbessern. Was man auch als Psychotherapie lange gemacht hat, waren Fertigkeitentrainings, also dass man bestimmte Fertigkeiten trainiert, die zum Beispiel durch die Erkrankung vielleicht verloren gegangen sind oder nicht richtig trainiert worden sein konnten. Zum Beispiel, es kann sein, Problem lösen, das kann auch sein, inzwischen gibt es auch Fertigkeitentrainings wie das metakognitive Training, das würde ich hier auch einsortieren, wo man eben so ein bisschen metakognitive Fertigkeiten trainiert. Ja, zum Beispiel, wie kann ich weniger schnelle Schlussfolgerungen treffen? Wie kann ich mich besser in andere Menschen einfühlen? Auch soziale Fertigkeiten. Wie kann ich mich gut sozial kompetent verhalten und vielleicht auch gut über meine Erkrankung reden? Das ist ja wirklich eine große Herausforderung. Und hier ist dann jetzt sozusagen auch die kognitive Verhaltenstherapie in den Psychotherapien drin. Hier kann man die einordnen. Wie findet man jetzt aber einen ambulanten Psychotherapeuten? Haben Sie vielleicht bemerkt, ist wirklich, wirklich, wirklich total schwierig für alle, jetzt auch in der Pandemie. Generell haben Krankenkassen, also generell hat man sozusagen, wenn man eine Psychose hat, ja, wie Sie schon gehört haben, auch die Möglichkeit und auch das Recht letztendlich, dass man dann eine Psychotherapie erhält. Man kann Therapeuten finden über Listen von Krankenkassen. Manchmal gibt es auch Zusammenschlüsse von Therapeuten. Ich weiß nicht, ob Sie die Homepage kennen, Psyma Marburg. Da haben sich Therapeuten zusammengeschlossen, wo man auch sehen kann, was bieten die an, welche Therapien bieten die an, wie sind die Adressen, wie sind die erreichbar, wo sind die. Psychotherapie für Psychosen kann man auch sehr gut finden über den Deutschen Dachverband für Psychosenpsychotherapie. Das ist ein Dachverband, der ist verfahrensübergreifend. Da sind auch viele Kolleginnen dabei, die zum Beispiel tiefenpsychologische Behandlung anbieten und auch systemische Behandlung, die ja auch jetzt zum Regelkatalog der Kassen, Krankenkassen gehört. Und es sind viele Therapeuten, die hier auch eine Weiterbildung besuchen zur Psychosenpsychotherapie. Was auch sehr gut ist, ist, sich an verhaltenstherapeutische Ausbildungsinstitute zu wenden, gerade in Marburg, aber auch in Gießen. Gibt es da auch gute Möglichkeiten, dass man dann einen Therapeuten gut findet. Eine Homepage ist auch Arztsuche Hessen, die auch helfen kann. Was man beachten muss, manchmal ist es ein bisschen ein Dschungel. Also es gibt Psychotherapeuten, es gibt Heilpraktiker für Psychotherapie. Die kann man natürlich auch aufsuchen, aber da muss man natürlich ein bisschen, also einmal wird es nicht von der Krankenkasse bezahlt und zweitens ist es dann eher so ein Coaching, würde ich sagen, und vielleicht dann ein Anschluss an eine Krankenbehandlungspsychotherapie eine gute Idee. Genau, gerade wenn man natürlich eine akute Psychose hat, sollte man dann eher sozusagen zu einem auch geschulten Psychotherapeuten gehen. Sie haben sicher gemerkt, da gibt es oft eine Wartezeit, also man bekommt relativ schnell einen Termin für ein Erstgespräch oder einen Sprechstundentermin. Manchmal sind es sogar mehrere Monate. Da sind alle Therapeuten sehr, sehr unglücklich mit, also würden alle gerne schnell behandeln, aber sozusagen schaffen es eigentlich gar nicht mehr, weil es gibt so eine Bedarfsberechnung, die wurde, glaube ich, gemacht 2002 und darauf basiert, wie viele Personen im Moment parallel Psychotherapie haben können. Und das wurde sozusagen auch nicht angepasst, also eigentlich viel zu wenig Kassensitze. Und wenn das bei Ihnen so ist, dass Sie auf Wartelisten sind und keinen Therapietermin angeboten bekommen, sollte man eben auch schnell mit der Krankenkasse sprechen, weil man generell natürlich ein Recht hat auf Psychotherapie. Und dass man kann dann manchmal erreichen, wenn man bei mehreren Therapeutinnen auf der Warteliste steht, dass man dann zu jemandem gehen kann ohne eine Kassenzulassung, ja, der einen dann auch behandeln kann und mit der Krankenkasse abrechnen kann. Das heißt Kostenerstattungsverfahren, dieses Verfahren, das kann man dann auch machen. Und deswegen ist natürlich auch wirklich die Devise, wenn Sie denken, Sie brauchen Psychotherapie oder Ihre Angehörigen brauchen das, dann einfach schnell suchen, ja, weil man im Zweifelsfall dann vielleicht auch eine Wartezeit hat. Der praktische Ablauf von einer Verhaltenstherapie
ist, dass man erstmal eben ein Erstgespräch hat und dann hat man probatorische Sitzungen, die dienen einmal dazu zu gucken, welche Erkrankung hat jemand, hat er vielleicht noch andere Erkrankungen. Und im Rahmen dieser probatorischen Sitzung sollte man auch einmal zu einem Arzt gehen. Im Fall der Psychose ist es ganz gut, wenn es ein Psychiater ist, kann auch ein Hausarzt sein. Und der sagt auch nochmal, ja, bei dem, was Sie haben, ist eine Psychotherapie indiziert. Das ist der sogenannte Konsiliarbericht, den fertigt ein Arzt an. Und dann gibt es eine Kurzzeittherapie. Das ist 25 Sitzungen, die sind alle etwa 50 Minuten lang. Die bekommt man dann bewilligt. Wenn man die bewilligt bekommt, heißt nicht, dass man die jetzt auch sozusagen machen muss oder so, sondern man kann auch vorher sagen, jetzt reicht es mir, das ist genug, ich habe genug Therapie. Und man kann dann nach der Kurzzeittherapie auch mehr Stunden machen, das ist die Langzeittherapie und dann kann man eben auch nochmal auf Sonderantrag zusätzliche Sitzungen beantragen. Und die probatorischen Sitzungen sind zum Beispiel auch möglich, um auch ein bisschen auszutesten, wenn man jetzt mehrere Therapeuten, bei denen einen Platz hat, dass man guckt, also eigentlich soll das so sein, dass man auch ein bisschen guckt, zu wem passe ich da so am besten. Was macht man jetzt eigentlich in der Psychotherapie? Ich habe es mal so grob zusammengefasst, weil es natürlich sehr davon abhängt, welches Problem man auch angehen möchte in der Psychotherapie. Generell möchte man erstmal eine Beziehung natürlich aufbauen, eine professionelle Arbeitsbeziehung zu dem Verhaltenstherapeuten, der Verhaltenstherapeutin und auch natürlich berichten über die Probleme, die man hat im Leben und auch die Ziele, die man bei der Therapie hat. Also man bestimmt dann gemeinsame Therapieziele. Und natürlich auch, um was es gehen soll und um was es nicht gehen soll und arbeitet dann letztendlich an den Therapiezielen, bis man die idealerweise erreicht hat und dann zum Beispiel möglicherweise macht man dann auch nochmal eine sozusagen so ein bisschen eine sozusagen hat man Überlegungen, wie mache ich jetzt alleine weiter, weil Therapie eben immer von der Zeit her auch begrenzt sein soll. Das soll ja nicht so sein, man hat jetzt für immer Therapie, sondern man hat ein eng umgrenztes Problem, dann macht man eine Therapie, die löst das Problem und dann macht man auch alleine weiter. Also sozusagen ist auch gut, die Therapie irgendwann zu beenden und dann auch mal selbst zu probieren, wie geht es weiter. Man kann aber auch immer mehrere Therapien, ambulante Therapien machen, wenn man vielleicht wieder neues Problem hat oder das alte Problem noch nicht gelöst ist. Aber die Krankenkassen möchten gerne, dass man dazwischen auch nochmal eine Pause macht, wo man vielleicht auch mal selbst ausprobiert. Ob das jetzt so gut ist oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Debatte. Das frage ich mich manchmal. Typische Probleme im Psychosenbereich, die sind ganz breit. Ja, das kann tatsächlich das Problem sein, dass man verfolgt wird und sehr viel Angst hat. Ob man jetzt wirklich verfolgt wird oder nicht, ist das natürlich erstmal egal. Man hat ja Angst vor dieser Verfolgung. Stimmen hören kann ein großes Problem im Alltag sein, dass man einfach diese Stimmen immer wieder hört, dass die einen beeinträchtigen. Aber auch so ganz typische Sachen wie Konflikte in der Familie über die Psychose, über die Symptome oder ganz andere Familienkonflikte. Aber auch Dinge wie Ängste, die sich durch die Psychose entwickelt haben, ja, oder auch die man vorher schon hatte, ja, Zwangsstörung, posttraumatische Belastungsstörung, die kann sich entwickeln innerhalb der Psychose, zum Beispiel durch die Dinge, die man in der Psychose vielleicht auch erlebt, die können ja sehr, sehr belastend sein. Vielleicht auch tatsächlich gibt es auch einige Fälle, wo das auch eine Krankenhausbehandlung sein kann, die ein Trauma auslöst, aber auch viele andere Dinge können natürlich ein Trauma auslösen. Soziale Ängste sind auch ein häufiges Thema in der Therapie, dass man vielleicht durch die Psychose da nicht mehr so richtig sich raustraut, vielleicht auch im Rahmen des Lockdowns drin geblieben ist und jetzt denkt, ach, drin ist doch schön, irgendwie alles ein bisschen unheimlich. Aber auch Probleme einfach, wie komme ich wieder zurück in meine Ausbildung, in meine Schulausbildung, in mein Studium, wie kann ich mich sozial auch wieder eingliedern. Substanzkonsum, da haben wir natürlich Alkohol, sozusagen zu viel Alkohol, vielleicht zum Beruhigen eingenommen, was dann so ein eigenes Problem wird oder auch Cannabis oder auch ganz andere Substanzen, aber auch Depressionen, die im Rahmen der Psychose vorkommen, also sehr traurige Stimmung, Rückzug und natürlich Negativsymptome, also dass man Probleme hat, sich aufzuraffen, wenig Lust hat, wenig insgesamt vielleicht auch wenig Gefühle hat, so ein bisschen, das heißt so Affekt verflacht. Das kann auch etwas sein, wo die Psychotherapie eben helfen kann. Und auch Sorgen, Grübeln, dass es vielleicht eine Eigendynamik eingenommen hat. Also Sie sehen ganz viele verschiedene Probleme. Jetzt wollte ich kurz zeigen, was man in der Psychotherapie so macht. Und ich finde ganz zentral erstmal die Beziehung, ja, dass man eine gute Beziehung aufbaut. Und das sollte der Therapeut folgendermaßen machen. Der sollte akzeptanzorientiert vorgehen. Also er sollte jetzt nicht sagen, Mensch, Sie haben Wahn, Sie haben Stimmen, das muss jetzt hier irgendwie weg, sondern eigentlich die Menschen genauso annehmen und validieren, wie sie sind, mit allen Verfolgungsideen, mit allen Gefühlen, mit allen Erfahrungen, mit den Stimmen.
sehr, sehr viel Fragen stellen, neugierig sein, die Situation versuchen zu verstehen, in der die Klienten oder Patienten sind. Auch über Wahn und Halluzinationen sprechen, ja, weil man weiß es ja letztendlich als Therapeutin nicht. Ja, wenn jemand mir erzählt, ich werde verfolgt, vielleicht wird er verfolgt, vielleicht wird er nicht verfolgt, ist ja erstmal egal, der hat jetzt echt ein Problem mit der Verfolgung und da muss man jetzt was machen. Ja, und ich bin jetzt nicht irgendwie die Polizei, die dann guckt, wird er verfolgt oder wird er nicht verfolgt. Wenn der natürlich begründete Zweifel hat oder Angehörige begründete Zweifel haben oder ich irgendwann im Rahmen der Therapie begründete Zweifel habe, vielleicht wird er ja doch nicht verfolgt, dann kann man das nochmal prüfen, wird er verfolgt oder nicht verfolgt. Aber nicht in Sitzung 1, ja, und nicht so generell so, nee, der hat eine Psychose, ich glaube dem nichts, sondern wirklich verstehen, was hat die Person. Und auch innerlich annehmen, dass alles, was mir da berichtet wird, was vielleicht auch manchmal seltsam wirkt oder nicht sozusagen, was vielleicht nicht immer glaubbar ist, ganz merkwürdige Verfolgungsgeschichten, dass man erstmal denkt, oh, aber erstmal verstehen, erstmal validieren, erstmal empathisch sein und auch mitfühlend natürlich auch sein und nicht sagen, dass man das alles nicht glaubt, ist ja klar. Also ein bisschen, was man vielleicht generell auch sonst machen würde, ja. Also sozusagen, es ist jetzt gar nicht so eine Beziehungsgestaltung, die vielleicht mit, wenn man jetzt auch einen Freund hätte vielleicht, der sozusagen auch was beschreibt, was ich mir nicht vorstellen kann, dass ich dann auch nicht sagen würde, hey, du hast eine Psychose, sondern erstmal, okay, was ist denn mit dir passiert oder was ist denn, wie bist du drauf gekommen? Und so ein bisschen der Leitsatz, man kann vielleicht die Überzeugung nicht nachvollziehen, aber die Gefühle, ja, die Belastung, die Situation, ja, und vielleicht, dass man, und ja, Also das ist sozusagen sehr, sehr wichtig und sehr, sehr zentral und auch so ein bisschen die Basis, um überhaupt gemeinsam arbeiten zu können. Das ist natürlich auch was man in anderen Therapien genauso macht, aber hier muss ich sozusagen nochmal extra sagen, weil ja vielleicht auch Menschen mit Psychosen gerade früher in der Psychiatrie oder früher in Behandlungen was anderes erlebt haben. Ja, das so ein bisschen von mehr oder weniger manchmal von oben herab gesagt wurde, ja, sie haben eine Psychose, das ist ein Symptom der Psychose und so, das würde man sozusagen jetzt nicht mehr machen. Genau, was ich auch gut finde, ist so die Zwei-Expertinnen-Metapher. Das sind eben nicht ein Experte im Raum der Behandler, sondern es sind zwei Experten. Ja? Die Patienten sind Experten für ihre Sichtweise, für ihre Situation, auch ob die Sachen, die jetzt vorgeschlagen werden in der Therapie, ihnen helfen. Und die Therapeutinnen sind letztendlich auch nur Experten dafür, was anderen Patientinnen geholfen hat. Und die zeigen das und man sucht so ein bisschen gemeinsam, was hilft denn vielleicht. Therapieziele, motivierende Therapieziele erarbeiten, das ist auch ein wichtiger Bestandteil der Therapie, dass man so ein bisschen überlegt, wo soll es denn hingehen? Das sind eigentlich Recovery-Ziele, die man da erarbeitet. Ja? Also psychotische Erkrankungen führen ja häufig dazu, dass man so Ziele auch so ein bisschen nicht mehr für erreichbar hält. Manchmal sagt die Umgebung das auch, dass sie sagt, erstmal gesund werden, dann kannst du wieder. Und das ist nicht so gut. Ja, dann kann das auch die Negativsymptomatik oder auch so ein Flüchten in den Wahn verstärken. Ja, wenn ich denke, das geht alles nicht mehr, das ist einfach sehr traurig. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man an Lebenszielen arbeitet und dass man alle möglichen Dinge tut, um diese Lebensziele wieder erreichbar zu machen. Und deswegen fragt man eben auch danach, was würden Sie wünschen, was ist ein wichtiges Lebensziel, was würden Sie sich wünschen, wenn eine Fee vorbeikommt, was wäre so ein idealer Tag in Ihrem Leben. Und dann macht man eine Zieltreppe. Ja, diese Patientin hat zum Beispiel gesagt, ich möchte gerne eine gute Beziehung haben mit meinen Kindern, die waren zwar sehr, sehr problematisch, die Partnerschaft war auch problematisch und sie wollte gerne eine Aufgabe haben für ihr Leben. Und dann überlegt man so ein bisschen, wie sieht es aus? Und dann überlegt man hier unten, was müssen wir denn jetzt in der Therapie alles machen, damit das erreichbar ist. Ja, zum Beispiel selbstständig aufstehen ist erstmal wichtiger, wenn ich im Bett bleibe den ganzen Tag, kann ich das nicht erreichen. Aktiv werden, eine Tagesstruktur, vielleicht auch in die Gruppentherapie, in der Station gehen, da mitmachen, Grübeln reduzieren, dass man da Strategien erlernt, eine Belastungserprobung zu Hause macht, dass man entlassen wird, dass man wieder Smalltalk und soziale Kompetenz trainiert, auch Abgrenzen trainiert. Genau, da hat man Umgang mit Ärger über die Verfolger verbessern. Ja, wenn ich mich den ganzen Tag über die Verfolger ärgere und darüber nachgrüble und dauernd vielleicht mit meinem Partner, mit meinen Kindern über die Verfolger rede, ist das nicht so gut. Ja, es ist vielleicht besser, wenn ich gucke, wie kann ich vielleicht eine schöne Zeit mit denen verbringen und nicht dauernd darüber streiten, werde ich jetzt verfolgt oder nicht, sondern das vielleicht ausblenden und da vielleicht so sagen, wir agree to disagree, das sparen wir aus und wir gucken halt trotzdem, wie können wir eine schöne Zeit zusammen verbringen. Das wäre so eine Therapie-Zieltreppe. Ja? Und das sind sozusagen dann auch die Sachen, die man in der Therapie
macht. Und nicht immer kann man jetzt dieses Fernziel erreichen, aber man kann so ein bisschen den Stein ins Rollen bringen. Manchmal sind die Therapieziele auch halb wahnhaft. Ja? Also jetzt eine Patientin, die wollte gerne mit Johnny, ist nicht wahnhaft, das weiß ich ja eigentlich gar nicht. Ja, vielleicht hätte das geklappt. Ja? Also das Ziel war, mit Johnny Depp zusammenkommen. Und ja, warum nicht? Es ist nicht so leicht, ist ein schwieriges Ziel, aber schwierige Ziele sind motivierend. Da muss man dann eben überlegen, was können wir denn jetzt hier machen, damit die Patientin, wie gewünscht, mit Johnny Depp zusammenkommen kann. Ja, und das ist, sehen Sie hier, Französisch und Englisch lernen ist vielleicht wichtig. Überlegen, wie man den jetzt trifft. Das ist kompliziert. Soweit war ich dann bisher nicht. Da vielleicht muss ich dann auch mal eine Fortbildung machen vorher. Aber andere Dinge sind dann eben auch gut. Ja, mich um mich kümmern, einkaufen, kochen, Tagesablauf. Man muss eben attraktiv werden, wenn man mit Johnny Depp zusammenkommen will. Und wieder sozusagen sich mit sich wohlfühlen, wieder ins Leben reinkommen. Ja, das ist sozusagen wichtig für alle. Genau, also das wären jetzt so die Therapieziele. Und jetzt, wie erreichen wir die Therapieziele? Da gibt es jetzt ganz viele Methoden. Was wir gerne machen, ist so eine emotionale Stabilisierung. Also sozusagen gucken, wie können wir es erreichen, dass es den Patienten auf der Gefühlsebene wieder besser geht. Und wie können sie, das ist auch ein wichtiges Ziel, wie können sie eben besser auch mit negativen Gefühlen umgehen? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Wunsch, finde ich, im Moment im Bereich der Psychosen. Negative Gefühle wie Ärger über die Erkrankung, Ärger über die Situation, ja auch Traurigkeit über alles, was passiert ist. Auch Trauer über vielleicht Dinge, die man verloren hat. Auch viele, viele Ängste, ja, habe ich schon beschrieben, ja, können posttraumatische Belastungsstörungsängste sein, können ganz andere Ängste sein. Ängste, man kann im Moment sehr viel Angst haben, ja, Angst vor der Pandemie, Angst vor der Zukunft, Angst vor Atomkrieg, ach du meine Güte, ja. Genau, das ist sozusagen ein sehr wichtiger Fokus, bei dem man oft hängen bleibt, wenn man die Therapieziele erreichen möchte. Was ich auch wichtig finde, ist, das haben Sie schon rausklingen lassen, Coping mit Wahn verbessern. Ja, wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke, wer ich verfolgt oder nicht, dann habe ich Schwierigkeiten, meine Lebensziele zu erreichen. Und wie kann man sozusagen dieses Coping mit dem Wahn verbessern? Umgang mit negativen Gefühlen verbessern, habe ich schon gesagt. Achtsamkeit, achtsame Wahrnehmung von belastenden Stimmen ist sozusagen auch ein wichtiges Modul. Wie kann ich, oder auch belastende Gedanken, belastende Grübelgedanken, wie kann ich die achtsam wahrnehmen? Ja, das ist ja jetzt in aller Munde. Jeder trainiert Achtsamkeit und Patienten mit Psychosen können das eben ebenso machen. Selbstwert verbessern ist natürlich auch ein wichtiger Fokus. Grübeln reduzieren. Kommunikation mit Stimmen verbessern. Also nicht. Natürlich ist vielleicht bei vielen auch erstmal der Wunsch, die Stimmen sollen ganz weg. Das ist natürlich manchmal schwierig. Jetzt sind sie sozusagen nur mal da. Aber dass man guckt, wie kann ich besser mit denen kommunizieren? Wie kann ich denen vielleicht auch mal eine Grenze setzen und sagen, jetzt reden wir nicht. Ja, und ich lasse mich hier nicht so beleidigen von den Stimmen. Ich sozusagen das Selbstbewusstsein gegenüber den Stimmen verbessern. Das ist sozusagen ein wichtiges Ziel. Was viel gemacht wird, ist auch Arbeit an einer zusätzlichen posttraumatischen Belastungsstörung oder auch Angststörung im Bereich der Psychosen. Und natürlich auch Rückfallprävention. Ja? Also wie kann ich meine Krisensicherheit auch so ein bisschen verbessern? Ja? Dass ich hier sozusagen mich Dinge, die passieren, jetzt nicht in eine psychotische Krise wieder hineinbringe. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ich zeige mal kurz, wie das vielleicht so aussieht. Emotionale Stabilisierung. Das ist eigentlich häufig sehr, sehr basal. Wir gucken, welche Aktivitäten machen die Patienten im Moment und sind schöne Aktivitäten dabei? Sind Aktivitäten dabei, die mich auch ein bisschen aus dem Bett vielleicht auch rausbringen, wenn ich starke Negativsymptomatik habe? Das würde man dann so einsortieren. Man guckt, was sind vielleicht Sachen, die mir Spaß machen? Serien gucken, Zeitungen lesen, Museum. Pflichten müssen natürlich auch gemacht werden. Die machen zwar keinen Spaß, aber stolz und die sorgen dafür, dass es mir auch gut geht. Und vielleicht auch Aktivitäten mit anderen Menschen, da muss man ein bisschen gucken, wie belastend sind die und kann man die auch machen, ja, jetzt Corona-bedingt war das manchmal schwierig mit anderen Menschen, online kann man die machen. Genau, und die sucht man aus und macht die eigentlich dann in so einen typischen Wochenplan, das ist jetzt ein Wochenplan von einer Klientin von uns und kann dann gucken, wie war das denn dann für die Stimmung, hat mir das geholfen oder eher nicht. Und manchmal sind die Aktivitäten auch sehr groß. Ja, die Patientin hat gesagt, aufstehen, das geht immer nicht. Und dann haben wir überlegt, welche Schritte sind denn jetzt wichtig, um aufzustehen? Ja, man muss den Wecker stellen, man legt sich noch eine Karte mit hilfreichen Gedanken neben das Bett, die mich daran erinnert, warum will ich denn aufstehen? Ich will ja aufstehen, um meine Lebensziele zu erreichen. Nach dem ersten Weckerklingeln lese ich mir die vor
Und dann gehe ich einfach los, genau, belohne mich dann mit einem Kaffee. Wäre jetzt so ein Aufstehplan, wie der möglicherweise aussehen könnte. Also so sehr kleinschrittig vorgehen. Umgang mit Gefühlen, haben Sie ja schon gehört, negative Gefühle sind ein wichtiger Fokus. Also, dass man guckt, ich habe eine Situation, in der geht es mir wirklich schlecht. Ja, was kann ich das nächste Mal machen, damit es mir in der Situation ein bisschen besser geht? Wie kann ich mich vorbereiten auf die Situation? Ja, es kann zum Beispiel der Familiengeburtstag sein. Ja, was mache ich vorher? Wie stimme ich mich darauf ein? Wie gucke ich vielleicht, wenn es zu viel wird, dass ich dann auch rausgehen kann? Was mache ich in der Situation, um mich abzugrenzen, um zu gucken, dass es mir gut geht? Was mache ich mit meiner Bewertung? Ja, wenn ich die ganze Zeit denke, boah, der Familiengeburtstag, so ätzend, die sind alle total bescheuert, ja, die sind völlig bekloppt. Wenn ich das die ganze Zeit denke, ist natürlich nicht gut. Vielleicht gucke ich ein bisschen, dass ich was Besseres denke. Immerhin bin ich ja schon mal da. Ich kann ja vielleicht auch mal gucken, weil jetzt der Sitznachbar neben mir ja doch ganz nett oder so. Ja, und was kann ich an meinem Verhalten verändern? Das sucht man sich so ein bisschen aus. Und ein Fokus, habe ich ja schon gesagt, ist der Umgang mit Ärger. Also wenn es sozusagen am Familiengeburtstag eine Situation gibt oder beispielsweise, wenn Sie mit der Bahn fahren, da gibt es ja immer mal so Einladungen des Lebens, sich zu ärgern. Da kann man so ein bisschen überlegen, nehme ich die Einladung zu ärgern an oder kann ich heute leider nicht? Und was kann ich denn machen, damit ich mich nicht immer ärgere? Weil das kann ja sozusagen auch zu zusätzlichem Stress führen. Ich muss mich also gerade über Dinge, die man nicht so gut ändern kann, sollte man sich ja nicht immer ärgern. Genau, über die Verfolger kann man sich ausdauernd ärgern, aber vielleicht ist es auch nicht so gut. Wenn ich mich jetzt nicht mehr über die Verfolger ärgern will, dann kann ich mir zum Beispiel überlegen, ob ich die Einladung zum Ärgern annehme oder nicht. Und ich kann mir auch überlegen, wenn ich mich über die Verfolger ärgere, gebe ich sozusagen den Verfolgern ja auch viel Macht über mein Leben. Und vielleicht sollte ich die lieber akzeptieren und wieder an meinen wichtigen Lebenszielen arbeiten. Also das ist sozusagen, wenn Patientinnen nicht mehr sich ärgern wollen über die Verfolgung, dann können die sich so eine Coping-Karteikarte schreiben, können die dann zum Beispiel lesen. Das ist so ein typischer Trick. Rückfallprävention, da guckt man natürlich, wie war so der Verlauf der Warnsignale vor der letzten psychotischen Episode und was kann ich da konkret machen als Gegenmaßnahmen. Ja, wenn ich Konzentrationsprobleme, Schlafprobleme oder Erschöpfung habe, was kann ich da machen? Was sind sehr frühe und späte Warnsignale und was sind so Gegenmaßnahmen? Macht man auch oft mit den Angehörigen zusammen, weil die ja auch sozusagen diesen Krisenplan vielleicht auch kennen sollten. Sollten sich natürlich nicht darüber streiten. Das wäre so ein Mini-Ausblick auf die Therapie. Was können jetzt Angehörige tun? Einmal können die helfen, ja. Also ich meine, Internet ist ein Dschungel. Gucken, welche Adressen gibt es. Ja, wer sieht vielleicht nett aus? Wer hat vielleicht auch Psychose irgendwie in seinem Behandlungsangebot mit drin? Man kann den ersten Termin auch, also was ich auch sehr hilfreich finde, ist beim ersten Termin einfach mal mitgehen, ja, dass man die Klienten fährt und vielleicht auch sozusagen, ja, jetzt nicht, man kann mit in die Therapie gehen, man kann auch draußen warten und dass man sozusagen das Ganze unterstützt. Das finde ich sehr wichtig, weil das ist ja ein Riesenschritt, ja, ist für uns alle, ja, so eine Therapie ist auch ein bisschen mit Stigma verbunden manchmal, dass man denkt, oh, jetzt bin ich hier beim Therapeuten, der denkt vielleicht, ich bin verrückt, vielleicht ist es ein blöder Therapeut, also dass man einfach unterstützt. Vielleicht auch mit der Krankenkasse sprechen, Sie haben ja schon gehört von der Wartezeit, dass man da einfach hilft, dass das finanziert wird. Und wichtig ist, können heißt nicht müssen, ja, wenn Sie merken, das ist vielleicht nicht gut oder Sie schaffen es selbst auch nicht und sind auch belastet, dann natürlich nicht. Was ist, wenn er oder sie nicht will? Das ist ja auch sozusagen ein wichtiger Punkt. Ja, also wenn man so sagt, jetzt geh doch mal, ja, das ist ja so ein bisschen eine Autonomieeinschränkung, kann natürlich zu Reaktanz oder Widerstand führen. Das ist so ein bisschen auch gesund und normal. Früher hat man gedacht, das sind dann schwierige Patienten. Heute würde man sagen, so eine Ambivalenz ist auch ein normaler Bestandteil vor einer Änderung, dass man so überlegt, muss ich jetzt wirklich zu einer Therapie oder muss ich da nicht unbedingt hin? Ja, dass man so ein bisschen abwägt. Und Problem bei der Ambivalenz ist natürlich, wenn ich da Druck mache in eine Richtung als Angehöriger, dass ich dauernd sage, du musst zur Therapie, dann wollen häufig die Klienten in eine andere Richtung. Wir führen so einen inneren Dialog hier, Engel und Teufel, und das ist natürlich nicht gut. Und das wird dann vielleicht auch so ein Tau ziehen, das will natürlich auch niemand. Was manchmal hilft beim Tau ziehen, ist auch die Klienten so ein bisschen sozusagen einfach sagen, wenn sozusagen auch eine Rückmeldung geben. Und manchmal hilft jetzt auch nicht die Rückmeldung, sagen wir mal, vielleicht höre ich da nicht auf meine Eltern, ich höre nicht auf meine Freunde, die vielleicht auch sagen, vielleicht hast du ein Problem und solltest da mal was machen. Aber ich höre vielleicht auf den Fahrlehrer. Also ein Klient von mir hat der Fahrlehrer den ausschlaggebenden Punkt gegeben und gesagt, okay,
wenn der Fahrlehrer sagt, ich brauche eine Therapie, dann ist vielleicht doch gut, dann höre ich ihm auf den. Ja, also sozusagen vielleicht so mehrere Stimmen und aber auch in Ruhe lassen. Ja, sagen, ich würde es machen, überleg doch mal und vielleicht so ein bisschen dranbleiben, aber nicht so viel Druck. Genau, also so ein bisschen, ich bin nicht krank, das ist so ein typisches, ja, vielleicht so ein Ausschnitt aus so einem Gespräch, warum soll ich denn Therapie machen? Ich will doch nur, dass du wieder gesund wirst, aber ich bin doch nicht krank, aber ich mache mir doch Sorgen, das ist ja eigentlich dein Problem, da möchte ich nochmal betonen, Angehörige können natürlich auch Therapie machen, ja, also können beide Therapie machen, hatten wir auch schon häufig und man kann natürlich auch überlegen, vielleicht machen wir dann auch gemeinsame Sitzungen bei einem der beiden Therapeutinnen und besprechen mal über unsere gemeinsamen Probleme. Genau, und wenn das alles nicht funktioniert, also wenn die Klienten sagen, das immer noch schwierig ist, also man sollte jetzt natürlich als Angehöriger auch nicht in so eine Ohnmachtsfalle hineinfallen, dass das alles gar nicht hilft und auch nicht in so eine Allmachtsfalle, ja, sozusagen, ich will jemanden retten. Wenn es jetzt nicht klappt mit der Therapie, ist es meine Schuld, das beides sollten Sie auf jeden Fall vermeiden. Und bedenken, gucken Sie sozusagen, das ist jetzt hier so ein Sinnbild, ja, also erstmal meine eigene Rettungsmaske aufsetzen, bevor ich jetzt andere rette. Genau. Ja, das war es jetzt schon. Ich habe noch ein paar Buchtipps. Wir haben ein neues Therapietools herausgebracht und natürlich hier, die anderen Bücher sind auch ganz schön und toll. Kann man nochmal reingucken, wenn man da Interesse dran hat.